Ja, das Wasser ist eine Lichtfalle, das ist gut so. Und das heißt, das Licht steht dann natürlich also für die Prozesse der Primärproduktion zur Verfügung. Es ist allerdings, ist es relativ wenig, was von der Lichtenergie ausgenutzt wird. Es ist im Bereich von weniger oder als 1% oder im Prozentbereich. Sie sehen, kriegen hier einige Hintergrundinformationen, die ich Ihnen jetzt nicht ablese. Was passiert jetzt aber unter bestimmten realen Bedingungen? Sie sehen hier wieder die Kurve, wie viel wird reflektiert. Also die Reflexion steigt erst, wenn der Einfallswinkel sehr schräg ist. Wenn wir aber bewölkte Situationen haben, wenn wir also nicht einen Sonnenstrahl haben, sondern so eine diffuse Strahlung, dann sehen Sie, dringt also noch mehr Licht ein. Und je stärker diese Bewölkung ist, desto mehr Licht dringt ein, jetzt relativ gesehen natürlich. Ja. Sie sehen da, diese Kurven ändern sich da schon ganz, ganz stark. Ja. Also die Eindringen, also wir haben zwar weniger Licht am Himmel, aber es dringt also viel mehr ins Wasser ein. Dann haben wir noch hier links, was passiert, also wenn das Wasser die Oberfläche bewegt ist, kann man sich intuitiv vielleicht nicht so leicht vorstellen, aber je stärker der Wind, je stärker gekräuselt die Oberfläche, desto geringer ist eigentlich die Reflexion. Also mehr Licht dringt dann ein, wenn das Wasser kräuselt. Und rechts sehen wir eine Situation, die für uns hier ganz, ganz wichtig ist. Da gibt es mal das Black Ice. Black Ice ist das Klareis, das heißt deshalb Black Ice, weil wenn Sie auf dem Klareis stehen und der Untergrund vom See dunkel ist, dann glauben Sie, Sie stehen ja in einem schwarzen Nichts. Dann haben wir das Trübeis und dann haben wir noch die Schneeauflage. Und Sie sehen, auch wenige Zentimeter Schneeauflage führen dazu, dass das Licht komplett reflektiert wird. Durch Schnee, durch einen halben Meter Schnee dringt praktisch kein Licht mehr in den See ein. Das heißt, im Winter ist es da im See, wenn Schneeauflage ist, relativ finster. Ja, dann kommen wir jetzt zur Lichtabschwächung. Also das ist der wichtige Punkt im Wasser. Wie gesagt, in der Luft spielt das eine sehr, sehr, sehr geringe Rolle. Und die Lichtabschwächung kann man natürlich auf verschiedene Weise darstellen. Und zwar kann man das einmal machen, indem man einfach sagt, wie viel Prozent von dem Licht, das an die Oberfläche auftrifft, das ist also I0 in 0 Meter Tiefe, wie viel kommt in Z an, also in x Meter Tiefe. Sie wissen ja, wir haben x, y und z als Tiefenlinie. Wenn Sie z sehen, ist dann eigentlich immer die Tiefe hier gemeint. Wie viel kommt in iz an? Ja, das hängt jetzt eben davon ab, vom Extinktionskoeffizienten des Wassers. Und der kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Natürlich das Wasser selber attenuiert, schwächt also das Licht ab, aber die Substanzen, die im Wasser gelöst sind, sind natürlich noch zum großen Teil noch viel, viel, viel stärker in der Abschwächung des Wassers. Und was für uns natürlich interessant ist, es gibt diese Abschwächung erfolgt leider nicht linear, sondern logarithmisch. Also Sie sehen diese Formel, die Abschwächung, die Intensität in Tiefe Z ist die Intensität in Tiefe 0 mal E hoch. Und da kommt jetzt eben dieser Extinktionsfaktor und die Tiefe dazu natürlich. Ja, je tiefer wir reingehen, desto stärker ist also die Abschwächung. Und dieser Extinktionsfaktor ist natürlich für uns jetzt ganz wichtig, der Extinktionskoeffizient. Ich gehe jetzt mal eine Folie weiter, damit man das vielleicht erklären kann. Sie sehen hier oben haben wir das aufgetragen, das Eindringen von Licht jetzt linear. Sie sehen, die X-Skala ist linear, dann geht es nach unten. Mit jedem Meter nimmt das Licht ab. Wenn ich das Ganze aber jetzt logarithmisch auftrage, dann kann ich also sehr viel besser bestimmte Tiefenbereiche erkennen. Und zwar ist für uns wichtig der Tiefenbereich, wo kommt noch 10% des Lichtes an? Und wo kommt 1% des Lichtes an? Weil diese 1%-Grenze, das werden wir gleich sehen, ist eine kritische Grenze. Wir gehen also davon aus, dass bei 1% von dem einfallenden Licht bis dahin sind also die Phytoplankton noch in der Lage,
Primärproduktion zu betreiben. Das ist also für uns eine ganz, ganz wichtige Grenze. Das wäre die euphotische Zone, also die lichtgesättigte oder belichtete Zone. Während darunter wäre dann die aphotische, die lichtlose Zone. Das heißt, für Phytoplankton, die also auf Licht angewiesen sind, um Primärproduktion zu betreiben, ist diese Grenze ganz, ganz wichtig. Und in der Literatur wird es also meistens mit 1% des Lichts angegeben, das hier noch ankommt. Wir werden dann gleich sehen, dass man da ein bisschen drüber nachdenken muss, dass das nicht immer 1% ist und nicht immer genau 1% ist. Aber Sie sehen, dass wenn wir das hier oben machen würden, bei einer linearen Auftragung, dann ist das relativ schwer zu machen. Das heißt, die Lichtintensität, die man ja mit bestimmten Geräten sehr gut messen kann, wird das in der Regel so aufgetragen. Und natürlich ist die Kurve, ist diese Steigung der Geraden nicht in allen Bereichen gleich, sondern wenn Sie hier zum Beispiel in der Tiefe größere Mengen an Algen haben, wird sich die Kurve also stärker abschwächen, als wenn das nicht der Fall wäre. Gut, jetzt gehen wir noch einmal zurück zum Extinktionskoeffizienten. Der kann also sehr, sehr stark schwanken und der hängt eben, wie gesagt, in der Regel nicht von der Eigenschaft des reinen Wassers ab, sondern von der Eigenschaft der gelösten Substanzen und logischerweise auch der partikulären Substanzen. Denken Sie zum Beispiel an einen Gletscher drüben See, da wird der Extinktionskoeffizient also sehr relativ hoch sein. Wenn Sie aber einen Klarwassersee vor sich haben, dann ist der Extinktionskoeffizient relativ gering. Das heißt, das Licht kann also ziemlich weit eindringen. Wenn Sie dann auch noch einen Huminsee haben, einen See, wo sehr viel organische Substanz gelöst ist, wird also die Eindringtiefe der Extinktionskoeffizient sehr hoch und die Eindringtiefe deshalb entsprechend niedrig sein.